Draußen ist es kalt und die Tage sind kurz. Da ist Licht etwas, das wir gut gebrauchen können. Und wenn man keinen warmen Kamin zur Hand hat, dann muss auch manchmal eine Kerze reichen. Falls auch ihr eine Maisdose vom Raclette überhabt, zeige ich euch hier, wie ihr daraus einen Kerzenständer für eine Kerze macht, die euch in dieser Zeit Licht und Wärme spendet. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Tatsächlich muss ich sagen, dass die Idee, aus der Konservendose einen Kerzenständer zu machen, von mir schon etwas älter ist. Das heißt, ich habe das damals ausprobiert, habe da ziemlich viel Gehirnschmalz reingegeben und wollte das irgendwie gelöst haben, hatte lange keine konkrete Idee. Und irgendwann ist bei mir aber quasi so ein Stein ins Rollen gekommen und ich habe das damals aber nicht gefilmt. Weil ich das so ein cooles Projekt finde, möchte ich euch das heute zeigen. Es ist ja kurz vor Weihnachten und da schadet so ein kleines warmes Licht zu Hause sicher nicht. Also legen wir los. Ich habe hier eine handelsübliche Konservendose mit Deckel. Zum Basteln brauchen wir außerdem eine Schere, außerdem brauchen wir eine Zange und natürlich einen Stift, mit dem wir die Sachen hier markieren und anzeichnen können. Wir teilen die Dose nun in drei Abschnitte. Und zwar in einmal hier ein oberes Drittel, in die Mitte und das Unterdrittel. Wir brauchen alle drei Teile, aber am allerwichtigsten sind uns jetzt erstmal das Oberteil und das Unterteil. Jetzt nehmen wir die Schere und schneiden uns das obere und das untere Teil ab. Und ihr könnt es, glaube ich, so ganz gut sehen, dass es an der einen Stelle bei so einer Schere auch immer ein bisschen hoch geht, bei der anderen runter. Wir gucken jetzt, dass sowohl hier beim Oberteil als auch beim Unterteil das nachher immer nach unten geht. Dementsprechend müssen wir schneiden. Und jetzt das Ganze nochmal auf der Unterseite. Da machen wir uns aber zunutze, dass wir das Innere nicht als Ring brauchen. Diesen Streifen hier können wir erstmal zur Seite legen. Jetzt haben wir hier Ober- und Unterteil. Wir unterteilen die Unterseite in Drittel von außen. Dann macht ihr immer neben so einem Strich, so in 2-3 mm Abstand, noch einen Strich. Die Zwischenräume unterteilt ihr am besten in 4 bis 5, vielleicht auch bis 6 Streifen, denn die Idee ist, dass wir quasi hier einzelne Laschen bekommen, die wir gleich schneiden. Da sollte die Biegung möglichst gering ausfallen, aber eben auch nicht zu gering, sodass das Ganze noch stabil bleibt. Wenn ihr die Striche fertig habt, schneiden wir in die Striche rein, aber nicht bis ganz unten, sondern schaut einfach mal, wie groß euer oberer Ring ist. Und zwar ohne diese Kante hier. Damit er nicht zu viel Metall ist, solltet ihr jetzt hier noch kleine Ecken rausschneiden. Genau so. Als nächstes nehmen wir die Zange und wir biegen nun als erstes die kleinen komplett runter, damit sie uns nicht stören. Die anderen Laschen biegen wir alle ein, sodass sie kleiner werden, als der eigentliche Kreis der Dose war. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr den anderen Ring und wir können den hier drüber stülpen. Wenn ihr das jetzt zusammenschiebt, müsst ihr gucken, dass diese Kante unterhalb von dieser Kante hier reinfindet. Das heißt, ihr setzt es erstmal langsam auf und schaut schon mal, an welcher Seite das gut anliegt. Könnt ihr nun diese kleine Kante hier mit der Zange umbiegen, sodass diese Kante hier am Ende eine dieser Laschen passend einklemmt.
Ganze wird dann irgendwie so aussehen. Das wird ein bisschen einreißen. Das Wichtige ist, dass das Ganze unter Druck passiert und ihr eben gleichmäßig das Ganze reinarbeitet, sodass am Ende dann das auch hält. So, das war ein ganzes Stück Arbeit, denn ihr müsst es ja die ganze Zeit irgendwie halten und fixieren. Das ist ja Blech, das will immer wieder auch mal abhauen. Aber wenn ihr das gut gehalten habt und mit der Zange gebogen habt, seht ihr hier, innen sind alle diese Laschen unter dem Ring hier eingeklemmt. Und das ist die beste Voraussetzung, um zum nächsten Schritt zu gehen. Als nächstes haben wir hier nun den Deckel. Auch der Deckel ist sehr scharfkantig, deswegen schmirgel ich den kurz ab. Und den Deckel befreien wir als allererstes von seiner Lasche. Denn den Deckel brauchen wir für die Halterung der Kerze, genauso wie diesen Streifen, den wir hier vorhin rausgeschnitten haben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was für eine Kerze hier eigentlich am Ende rein soll. Ich habe mich für eine relativ große, dicke Stabkerze entschieden. Und ich schaue, dass wir einfach zweimal um die Kerze mit dem Blech herumkommen und ungefähr da schneide ich das Blech einmal durch. Das Blech ist nicht so flexibel. Und jetzt versuchen wir mit der Zange, das Blech so zu biegen, dass es enger um die Kerze passt und vor allem rund wird. Und wenn es dann ungefähr so gebogen ist, dass sie die Kerze erstmal so grob hält, dann reicht es erstmal, alles Weitere machen wir gleich. Denn jetzt müssen wir aus diesem Deckel mittig ein Loch rausschneiden, wo am Ende die Kerze samt dieser Halterung auch gut platziert werden kann. Und das schneide ich jetzt erstmal aus und passen wir dann gleich noch genau an. Ja, das könnte vielleicht schon ausreichen. Wenn ihr das jetzt hier durchbekommen habt, dann schneidet ihr mit der Blechschere hier auch nochmal ganz viele kleine Einschnitte rein, die wir dann gleich umbiegen können. Aber nur immer so einen halben Zentimeter lang. Genau, ihr seht schon ganz viele kleine Einschnitte und die biege ich jetzt immer nach außen um, sodass das hier ein bisschen mehr Halt bekommt und dann nicht einfach nach oben wieder rausfällt. Wäre das ja ziemlich langweilig, wenn wir hier einfach nur so einen Auffangbehälter für Wachs hätten. Wir wollen ja vielleicht mit der Kerze auch noch rumlaufen und dafür habe ich hier noch eine Idee mit diesem Dosenöffner. Und zwar kann man jetzt hier oben nochmal einen Schlitz reingeben. Dementsprechend kann man die Lasche da gut reinschieben. Aber zuerst biegen wir uns die hier einmal um. Ungefähr auf dieser Höhe. Dann haben wir hier so ein kleines L, so einen Haken, den geben wir jetzt einfach nach oben hin rein und haben entsprechend eine Halterung, die das Ganze hält. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Dose, die wir halten können. Wir haben einen Kerzenhalter und hier drinnen haben wir noch drei übrige Laschen. Diese Laschen klappen wir jetzt mal vorsichtig nach oben. Jetzt haben wir den Kerzenhalter hier reingelegt, der wackelt natürlich noch und mit diesen Laschen wollen wir jetzt versuchen, diesen noch zu fixieren. Genau. Ich habe jetzt hier jeweils zwei Punkte gemacht. Ich habe aber festgestellt, dass wir doch den äußeren nehmen sollten, damit die Laschen auch lang genug sind, um das gleich zu halten. Jetzt sind die Laschen groß genug und wir können die Kerzenhalterung wieder in unsere Dose reinlegen. Damit das Ganze jetzt extra etwas fixiert wird, muss diese Lasche, die ihr hier seht,
auch durch dieses Loch einmal durchgefädelt werden. Das Ganze ist natürlich ein bisschen Fummelarbeit, weil klar, das erste, das sitzt gut, aber die anderen zwei, die müssen jetzt vorsichtig mit der Zange da reingelegt werden. Eins und eins fehlt noch. Ihr seht jetzt, ich habe in alle Löcher diese Laschen eingeführt und jetzt sitzt der Kerzenhalter hier schon richtig gut fest. Wow, unser Kerzenständer ist fertig und seht ihn hier in voller Pracht an. Es wackelt nichts und dafür, dass das mal eine Blechdose war, sieht es richtig gut aus. Um das nachzubauen, braucht ihr auf jeden Fall Zeit und klar, es ist ein bisschen Fummelarbeit, aber ich meine, draußen ist es so kalt, ihr könnt die Zeit gut nutzen und euch daran ausprobieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und seid gespannt auf die kommenden Projekte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!